Wurzel. Was ist eine Wurzel? Bei der Wurzel handelt es sich um den unsichtbaren Teil eines Zahnes, der sich im Kieferknochen befindet. Die Zahnwurzel verbindet den Zahn über bestimmte Fasern mit dem Zahnfach und ist auch für die Versorgung des Zahnes zuständig. Die Wurzel ist im Zahnfach eingelagert und stellt den spitz zulaufenden Teil des Zahnes dar. Die Wurzel besteht aus dem Zahnbein, der mit Wurzelzement überzogen ist und so den Zahn im Kieferknochen verankert. Innerhalb der Wurzel ist der Zahnnerv enthalten. Bei der Zahnentwicklung bildet sich die Zahnwurzel zum Schluss. Durch ihr Wachstum bewirkt sie den Zahndurchbruch.